Playoff-Zeit in der ersten Back-Eishockey-Liga zwischen den HCB Foxes oder auch Südtirol und den Orly Snowmo. Es sind zwei Mannschaften, die beide nicht aus Österreich kommen. Der HC Bozen aus Italien und Orly Snowmo, die Mannschaft aus Tschechien. Die erste Back-Eishockey-Liga setzt sich ja auch aus sechs Vereinen sogar, die nicht aus Österreich kommen, zusammen. Slowenien, Ungarn, Kroatien, Tschechien und Italien, die Mannschaften, die diese Ebel hier komplettieren. Und ja, auch wenn die Serie hier fast im Original zu Ende gespielt worden wäre, die Foxes führten in der Serie mit 3:0, ehe uns im Prinzip das Aus erreichte über die erste Back-Eishockey-Liga. Und die will ich genauso wie die deutsche Eishockey-Liga und auch die National League in der Schweiz, will ich hier wieder in den Playoffs natürlich aufleben lassen. Und ich werde mich immer für die Mannschaften entscheiden, da ich ja sonst gegen eine Mannschaft spielen müsste. Also hier werde ich die Serie auf jeden Fall mit den HCB Foxes zu Ende spielen. Also mit Bolzano gegen Orly Snowmo mit dieser ersten Runde. Und wir spielen in den roten Jerseys im ersten Durchgang. Und natürlich sind auf dem Eis die Stanley Cup Playoffs. Anders hätte ich die Playoffs nicht richtig hinbekommen. Denn sonst hätte ich eine Liga simulieren müssen. Und da wäre womöglich nicht diese Paarung hier rausgekommen. Höchstwahrscheinlich. Und ich freue mich drauf auf die Serien in der ersten Back-Eishockey-Liga. Letztes Jahr habe ich die Finalserien gezeigt. Und ja, aufgrund des Ausfalls der Liga habe ich mich jetzt dazu entschlossen, auch in Österreich für die österreichischen Zuschauer, auch für die aus Deutschland und der Schweiz und alle, die dies sehen wollen, diese Playoff-Serien der erste Back-Eishockey-Liga hier aufzuleben oder aufleben zu lassen. Und ich freue mich da wirklich riesig drüber. Wir werden richtig schöne Paarungen sehen. Red Bull Salzburg gegen den Villacher SV, die Vienna Capitals gegen die Graz 99ers und Klagenfurt, der Rekordmeister in der ersten Back-Eishockey-Liga, gegen Linz. Ja, und da sah es auch nicht gut aus für den Rekordmeister. 0:3, ehe die Liga für beendet erklärt wurde. Und ja, Linz vom Einzug ins Halbfinale bei dieser Best-of-Seven-Serie. Und genau die werden wir ebenfalls spielen. Und da ist aber das 1:0 fürs Snowmo. Klasse gespielt. Und dann ist es Patrick Novak, der Snowmo in Führung bringt, der Tscheche. Also mit dem ersten Playoff-Tor. Spielt er auch schon seit 2013 in der ersten Back-Eishockey-Liga. Allesamt für Orly Snowmo. Und die Mannschaft aus Snowmo kam 2011 in die erste Back-Eishockey-Liga rein. Ja, und Südtirol als Fünfter im Grunddurchgang der ersten Back-Eishockey-Liga. Dann aber eine wunderbare Platzierungsrunde gespielt. Erster Platz, 8 Partien. Nur eine Niederlage gab es da für Bolzano. Und dementsprechend hat man sich hier wirklich großartig platzieren können. Und trifft heute auf Snowmo. Bowles, Miklis. Wieder Bowles, Oskar Dahl. Aber die machen Druck. Sie wissen, sie können hier für die Überraschung sorgen. Und wir kommen nicht mehr an die Scheibe ran. Sie spielen wirklich hervorragend auf. Wahnsinn, wir kommen echt nicht mehr an die Scheibe ran. Also gespielt wird auch hier natürlich auf Superstar und volle Simulation. So wie ihr es von mir gewöhnt seid. Aber was hier gerade abgeht, das kann doch nicht wahr sein. Keine Chance mehr, an den Punkt zu kommen. Erst jetzt nach ultra langer Offensivzeit von Snowmo. Also Gigliatti, der jetzt rüber, wieder für Bozen. Und dann ist Gigliatti da, der den Puck da fast nochmal richtig gut auf die Kelle bekommt. Aber es wird mit der 1:0-Führung für Snowmo in die Pause gehen. Und so ist es. Also 1:0 für die Mannschaft aus der Tschechien, die sich als Achter des Grunddurchgangs am Ende der Qualifikationsrunde als letzte Mannschaft noch durchgesetzt hat, hinter dem EHC Linz und hinter
dem Villacher SV. In 10 Spielen gab es 4 Siege, 3 Niederlagen. Macht also Platz 3 der Qualifikationsrunde vor Fehervar, vor Innsbruck und vor den Dornbirn Bulldogs. Also, rein geht's in den Mittelabschnitt. Bartosz gegen Micheli. Und wieder Bulli-Gewinn für Orlis Neumo. Vorsichtig, gute Möglichkeit, Svoboda, Lukiani. Und sie machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Snoimo offensiv. Und kein Rauskommen für Bolzano. Jetzt vielleicht über Hargrove. Jetzt ist eine gute Möglichkeit. Und die lässt er sich nicht nehmen. Ausgleich durch Bozen. Und das war traumhaft gespielt. Und Dan Catenacci. Kanadisch-italienischer Landsmann. 27 Jahre jung. Seit letztem Jahr bei Bolzano, kam von der American Hockey League, hat auch in der National Hockey League viele, viele Spiele bestritten. 12 an der Zahl, über 300 Spiele in der American Hockey League, unter anderem für die Rochester Americans und für die Hartford Wolfpack. Und hier bringt er Bolzano zurück auf die richtige Straße. Erstmal der Ausgleich jetzt für Bolzano. Und natürlich will man jetzt dieses Spiel weiter vorantreibt. Wieder ein guter Angriff, wieder gute Möglichkeit über rechts, aber Tenzi. Auf McRae, der wieder über links, auf Berisha. Und Bernard. 13,5 Minuten noch im Mittelabschnitt. Nächste Gelegenheit, aber Sedlak vor dem herannahenden Stürmer von Bozen. Wilquash. Hier verliert die Scheibe und das wird eiskalt ausgenutzt. Und das ist mal richtig bitter. Aaron Berisha. Und der darf so einfach da einfach nicht zum Abschluss kommen hier. Israelisch-kanadischer Landsmann. Und der war richtig bitter. Der war richtig, richtig bitter. Und dann steht's 2-1 fürs Neumo. Knappe 8 Minuten gespielt im Mittelabschnitt. Aber da sieht man, Fehler darf man sich in diesen Playoffs natürlich am Ende nicht erlauben. Und die nächste Gelegenheit. Mrazek. Oh, Leute. Aber das ist schon heftig. Kaum eine Möglichkeit, sich hier zu befreien. Wenn der Gegner in die Offense kommt, dann wird es immer brenzlig und dann geben sie auch richtig Gas. Frigo. Noch 8 Minuten und dann kriegt er die Scheibe nicht richtig. Lass ihn da. Der Keeper von Snoimo. Der einzige Finne im Quartett. Adam Jonas, Dominik Roh und Jakob Biernat bilden hier das Quartett bei Snoimo. Und Lassila aus Helsinki. Finnischer Landsmann. Und sehr schön die Scheibe geklaut. Jetzt komm, vielleicht die Möglichkeit. Da ist er schnell genug. Lässt die Abwehr hinter sich und kann aber die Scheibe da nicht unterbringen. Riesenmöglichkeit für Bolzano. Und nochmal die Chance. Knapp übers Tor. Die Lücke, sie muss jetzt gefunden werden. Noch 4 Minuten in Durchgang 2. Jessic. Die Scheibe tief. Tauferer. Auf Badraro. So, Anspielstation. Boah, da ist niemand. Marchetti. Etwas mehr als eine Minute noch. In Durchgang 2. Noch einmal Bolzano. Aber da gibt es kein Durchkommen. Das ist richtig, richtig schwer hier.
Und es gibt die Strafzeit zu Beginn des Schlussabschnitts. Und ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wen soll ich nehmen bei den anderen Partien? Red Bull Salzburg, Villach, dann die Vienna Capitals oder Graz 99ers und Klagenfurt gegen Linz. Da dürft ihr mir gerne Kommentare unter dieses Video schicken. Welche Mannschaft ich dann später nehme, das werde ich zu gegebener Zeit entscheiden. Also jetzt erstmal rein in den Schlussabschnitt. 9-8, enge Partie zwischen Snoimo und Bolzano. Wieder Michele gegen Bartosz und auch dieses Duell gewinnt der Spieler aus Snoimo. Und Michele jetzt vielleicht mit der Kontermöglichkeit. Wir haben keine Anspielstation. Ich weiß nicht, wohin die Scheibe ablegen. Und Irving. Oh, Strafzeit, ich wollte gerade sagen. 4 gegen 4 für 27 Sekunden. Und dann für knapp anderthalb Minuten noch die Überzahl. Und dass die richtig erfolgreich sein kann, haben wir heute gesehen im ersten Playoff-Viertelfinale zwischen Augsburg und Ingolstadt. Und wenn ich sage heute, dann meine ich natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die beiden Partien habe ich heute aufgenommen. Wann diese hier erscheinen wird, höchstwahrscheinlich am Sonntag. Und jetzt brauchen wir eine gute Gelegenheit, aber auch hier wieder geblockt. Und Bozen viel zu passiv momentan noch. Viel zu passiv, aber jetzt vielleicht Silvestre. Und damit, ja, Snoimo wieder komplett. Boah, schön auf Silvestre abgelegt. Und der findet Bernard. Und die nächste Chance. Also, jetzt kommt Bozen ein wenig in Fahrt. Aber es sind die, ja, die letzten Zentimeter, die dann immer schief gehen. Ja. Und jetzt setzen sie sich erstmal wieder 20 Minuten fest. Boah, ist das bitter. Es ist richtig, richtig schwer. Ein Bulli erst gewonnen. Und es bleibt bei einem. Krass. Und Insam. Schön nachgesetzt. Aber auch von Snoimo. Ja, natürlich. Wie lange kann er mich denn festhalten? Wieder schön die Kontermöglichkeit jetzt vielleicht. Aber das ist... Ja, und warum? Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Auch hier, alleine auf weiter Flur, nur beim Gegner kommt natürlich da der Mitspieler. 5:47, Auszeit. Nochmal Energie tanken. Und jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Wie wichtig dieser weitere Treffer jetzt ist. Überlebenswichtig. Will man die Partie nach 60 Minuten nicht verlieren, dann braucht man... einen Treffer noch und Lassila, der weiß das, der Keeper von Snoimo, der will das natürlich verhindern. Aber jetzt ist die Riesengelegenheit für Bolzano. Wenn ich jetzt wandern, Scheibe geht erstmal raus. Und Herr Grove. Oh, warum spielt er jetzt so?
4,5 Minuten noch. Knappe 35 Sekunden noch in Überzahl. Und Robertson abgefälscht. Und dann ist auch dieses Überzahlspiel gleich vorbei. Die Zeit wird langsam zum Faktor. Ja, natürlich. Und das könnte schon die Vorentscheidung sein, jetzt hier natürlich in Überzahl, in Unterzahl zu gehen. Schweres Ding. Ganz, ganz schweres Ding. Snoimo lässt da nicht viel zu. Und jetzt natürlich in Überzahl wird das ganz schwer, an die Scheibe zu gelangen. Und Anil. Nächste Möglichkeit nochmal für Bozen. Und noch eine Strafe. Warum denn? Ja, und noch eine. Jetzt ist natürlich ganz klar. Also es könnte jetzt vorbei sein. Das ist natürlich bitter. Und so wollten wir diese Serie nicht beginnen, aber manchmal steckt man einfach nicht drin. Und das könnte ja die Entscheidung sein, aufgrund der doppelten Unterzahl. Jetzt aber noch 5 gegen 4. Aber das war zu einfach. Kein Problem für Lassila. 48,5 Sekunden. Jetzt muss es hier schon wirklich mit dem Teufel zugehen. Will Bolzano hier noch den Ausgleich? Alles nach vorne werfen, alles oder nichts. Die Devise, aber Bullis, die kann Bozen heute einfach nicht gewinnen. Und dann ist die Scheibe so einfach weg. Und das gibt wieder eine Strafe. Nein. Das ist so unfassbar. Halbe Minute noch. Umringt von gegnerischen Spielern. Schade. Und noch einmal vielleicht die Gelegenheit. Aber das reicht nicht. Nein. Und damit geht Snoimo in Führung. Erstes Spiel damit 2:1 an Snoimo. Und wir bleiben natürlich bei unserem Verein. Wir bleiben jetzt bei Bolzano. Aber die Führung geht erstmal an den tschechischen Club aus Snoimo. Bitter natürlich, aber die haben nichts zugelassen. Da war absolut nichts zu machen. Ja, und die Strafzeiten, die haben uns am Ende wirklich das Genick gebrochen, auch wenn Snoimo da keinen Treffer erzielt hat. Am Ende war es trotzdem das Problem. Und die nächste Partie dann Red Bull Salzburg gegen den Villacher SV. Und wir gucken einmal auf die Duelle, anders geht's leider nicht. Und ja, Snoimo führt mit 1:0 gegen die Foxes, dann Red Bull Salzburg gegen Villach. Kommt dann in der nächsten Folge. Dann haben wir die Vienna Capitals gegen die Graz 99ers und Klagenfurt gegen Linz. Da dürft ihr gerne abstimmen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.